Als ob man hier noch die Option hat, das Budget zu erhöhen vom Vorstand. Das ist ja ein ganz altes Feature und das gibt's hier einfach. Wie krass ist das denn? Servus oder so und willkommen im Nintendo Switch Hauptmenü. Richtig, wir testen heute einfach mal gemeinsam FIFA 22 auf der Switch. Insbesondere natürlich den Karrieremodus. Ich habe schon sehr viel drüber gehört und es soll echt ziemlich beschissen sein. Und unter anderem dachte ich mir, dass das echt ein ganz lustiges Video werden könnte. Und auch einfach ein interessantes Video. Ihr merkt schon, ich starte das Spiel gerade zum ersten Mal. Ihr bekommt also wirklich meinen allerersten Eindruck mit. Bis hierhin sieht es eigentlich relativ normal aus so, aber vielleicht ändert sich das ja gleich noch und es geht direkt im Hauptmenü los, Mann. Das ist schon nochmal ganz anders im Vergleich zur PS5 ja sowieso, aber auch zum PC und den Old-Gen-Konsolen. Also ich zocke das Spiel ja wirklich überall und daher kenne ich mich da relativ gut aus. Lasst übrigens sehr, sehr gerne einen Daumen da auf dem Video, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr Bock auf Videos in die Richtung habt. Schreibt mir auch gerne vielleicht Videoideen rein, was wir da vielleicht sonst noch ausprobieren könnten auf der Switch. Oder schreibt mir eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Es ist ja bestimmt auch der ein oder andere unter meinen Zuschauern dabei, der FIFA 22 auf der Nintendo Switch zockt. Das Menü ist halt einfach ein bisschen anders, ne? Man kann sich hier auch kein zusätzliches Transferbudget geben. Das ist direkt sehr, sehr traurig. Ich habe jetzt auch einfach mal den FC Bayern genommen. So richtig ernsthaft zocken werden wir es ja sowieso nicht. Hier erstellt man jetzt den Charakter und da hat man ganz andere Einstellungsmöglichkeiten. Den Namen und die Nationalität habe ich jetzt schon richtig drin. Weiter geht's mit dem Kleidungsstil. Man sieht halt nicht mal, wie das dann in-game aussieht. Komm, wir gehen mal mit dem Jogginganzug, Anzugfarbe. Gibt es genau zwei Auswahlmöglichkeiten. Hautfarbe hell, Körperbau normal. Ist ja eigentlich nicht so wichtig, oder? Hansus bereit, FC Bayern im Sturm zu nehmen. Bisschen komisch formuliert. Und im Allgemeinen muss ich sagen, das hat so ein bisschen FIFA 12 Vibes oder so. Ich glaube, so um die Richtung hat es da damals auch so ausgesehen. Und im Allgemeinen muss man ja auch sagen, dass das hier FIFA 22 Legacy Edition genannt wird. Heißt, das wurde im Vergleich zum letzten Jahr gar nicht mehr weiterentwickelt. Vorbereitungsturnier, weiter zu den Einladungen. Dann nehmen wir mal einfach das, wo wir am meisten Geld bekommen. Aber das kennen wir ja relativ gut. Wir sind angekommen im Hauptmenü. Ey, und wie dieses Menü aussieht, Mann. Schau doch mal die rechte Seite da an. Kriegt man ja kaum Infos. Alles ist so mega groß, ja. Wobei, man kann sich doch schon irgendwie so die gleichen Sachen anschauen. Die Gesamtstärke sollten auch stimmen. 89er Kimmich muss natürlich rein, das ist sowieso klar. Ach, und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich sollte vielleicht die Musik mal deaktivieren, damit ich den Ingame-Sound im Video auch einblenden kann. Ansonsten passt die Aufstellung jetzt eigentlich. Die Formationsoptionen sehen auch ganz, ganz seltsam aus. Und man kann keine Taktik einstellen, oder was? Man kann hier einfach überhaupt keine Taktiken aktivieren. Man hat auch nicht die Option, dass man irgendwie mehrere Formationen auswählen kann. Das ist schon sehr, sehr abgespeckt. Wobei... Nee, da kommt man wieder in diesen Taktikenbereich da rein von vorhin. Spielerrollen, Trikotnummern, verletzte Spieler, Spieler bearbeiten, das geht immerhin. Was zur Hölle ist Teamrang? Es gibt sogar einfach Sachen hier drin, die gibt es im normalen Karrieremodus nicht. Aber man hat hier die Option, neue Taktikvorlagen zu erstellen. Aber gut, die eine reicht jetzt erstmal. Wir gehen rüber ins Büro. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Transferverhandlungen aussehen, muss ich sagen. Das könnte somit das Interessanteste sein. Und natürlich werden wir später dann auch noch in Game reingehen. Aber erstmal schauen wir uns das Hauptmenü fertig an. Budget erhöhen? Als ob man hier noch die Option hat, das Budget zu erhöhen vom Vorstand. Das ist ja ein ganz altes Feature und das gibt's hier einfach. Wie krass ist das denn? Ich frag mal 20 Millionen Euro an. Ligameister werden, Pokalsieger werden, da kann man halt leider nicht mehr einstellen. Anfrage einfach rausballern. Mal sehen, was die sagen. Meine Karriereziele? Auch ein ganz komisches Menü. Das sind hier die Vorstandsziele, oder was? Jobangebote. Also es hat schon einige Dinge, die genau gleich sind, aber andere Sachen sind halt auch komplett anders. Komm, wir suchen mal einen Scout. Nehmen hier den Kollegen für 4 Millionen Euro. Jetzt müssen wir noch warten, bis er da ist. Dann kann ich ihn in Land schicken. Ansonsten hier bei Saisons sollte eigentlich alles relativ normal sein. Man kann sich auch die anderen Ligen anschauen, wenn man will. Verträge kann man hier machen? Was zur Hölle ist das denn? Aber feiere ich eigentlich sogar. Wie sehen da die Verhandlungen aus? So wie ganz früher. Da gibt es keine Cutscenes und nichts. Sondern man kann hier jetzt einstellen, was er haben will. Und dann gehe ich hier einfach auf neuen Vertrag anbieten. Und dann war es das auch schon.
Stadion. Rechts hier Verhandlungsstand, Verhandlung läuft. Ich finde das halt nicht mal mehr so verkehrt, muss ich sagen. Manchmal würde ich mir das für den PS5-Karrieremodus auch wünschen, was halt einfach viel, viel schneller geht und man nicht ewig lang rumtun muss mit den Vertragsverhandlungen. Das machen wir schon richtig nervig. Klar, man kann delegieren, aber dann machen die da oft irgendwelche Ausstiegsklauseln rein, die man eigentlich nicht haben will. Das war das Menü und jetzt geht's weiter zu den Transfers. Hier unten sehen wir unser Budget. Auch das ist relativ normal. Dann können wir doch jetzt eigentlich mal einen Spieler kaufen. Er geht direkt in die Suche rein. Es gibt scheinbar keine Wunschliste oder was. Und wir gehen jetzt natürlich direkt mal auf die ganz Großen, auf Cristiano Ronaldo, 36 Jahre alt. Ich muss mal ein bisschen auf den Controller schauen. Boah, das ist schon sehr, sehr hässlich hier, ne, mit den Werten. Wie das auch teilweise überhaupt nicht mittig ist, die 91 da bei der Gesamtstärke. Also das ist schon echt nicht so schön gemacht. Ronaldo ist ein berühmter Spieler, wir wissen also einiges über ihn. Und man kann ja sogar noch eine Anfrage schicken. Wie cool ist das denn bitte? Also es gibt hier einfach Features, die gibt es im Alten nicht, aber dafür gibt es dann auch keine Cutscenes und nix. Wenn ich hier mit Spieler verhandle, dann ist das einfach hier so, ne? So wie ganz, ganz früher. Krass ist ja, dass der hier auch nur einen Marktwert von 10,5 Millionen Euro hat. Wie zur Hölle kann das denn bitte sein? Sind dann alle Spieler so wenig wert? Was ist denn dann zum Beispiel mit Kylian Mbappé? Der ist ja normalerweise so der wertvollste Spieler, den es gibt. Und der kostet auch nur 102 Millionen. Also die Marktwerte sind etwas seltsam hier geraten. Ich denke mal, die haben da auch einfach den Algorithmus, der das berechnet im Spiel, nicht mehr verändert. Und da einfach noch den ganz, ganz alten von früher drin. Und deshalb passt das halt 0,0. Also wenn man das mit der Realität vergleicht. Hier so das News-Menü, ja, ist jetzt nicht so viel schlechter als das bei den aktuellen Konsolen. Generell ist das jetzt nichts, was mir irgendwie wichtig ist. Aber es ist halt wie früher, Mann. Also wenn ihr den alten Karrieremodus mit neuen Kadern spielen wollt, dann ist das quasi perfekt hier. Da gibt es auch noch dieses grüne Symbol beim Training. Mann, das sind richtige Flashbacks hier. Und das Training ist scheinbar auch noch das Alter. Es gibt hier keine Skill-Games und nix. Sondern man nimmt hier einfach die Spieler rein, gibt denen hier so eine Übung. Habe ich jetzt mal für 5 Spieler gemacht. Und doch, man kann es zocken. Also es gibt die Skill-Games. Ich werde es jetzt trotzdem simulieren. Und wisst ihr, wer jetzt extrem explodieren wird? Richtig, der Typ ganz rechts. Christian Früchte. Den könnten wir jetzt wahrscheinlich wieder extrem pushen. Denn ihr kennt es ja noch von früher, wie extrem overpowered das Torhüter-Training ist. Und genau das scheint hier noch im Game drin zu sein. Ihre Anfrage zu Cristiano Ronaldo. Da er erst seit kurzem für unseren Verein tätig ist, haben wir im Moment kein Interesse an einem Transfer. Okay, also den werden wir scheinbar nicht bekommen. Und mehr Transferbudget kriegen wir auch nicht. Dafür ist der Scout jetzt da. Den schicke ich natürlich sofort los. Passenderweise nach Deutschland für 9 Monate. Jetzt wurde auch endgültig das Angebot abgelehnt für Ronaldo. Dazu hat Ron Torben Hoffmann unser Vertragsangebot abgelehnt. Aber ehrlich gesagt, ist mir vollkommen egal. Der kann gern weg. Booth, Ulreich, Tolisso haben verlängert. Und jetzt steht das erste Spiel im Vorbereitungsturnier an. Wie gesagt, wir werden noch ein Spiel selbst zocken, aber das jetzt nicht. Wenn dann schon ein richtiges Ligaspiel. Das ist die alte Simulation. Aber ist es eine Simulation, die direkt ans Ende springt? Nein. Man kann sogar zuschauen, wie das Spiel verläuft. Das ist schon so eine Sache, die würde ich mir auch für den aktuellen Karrieremodus noch wünschen. Ich meine, die neue Simulation ist schon noch mal ein Ticken nicer. Aber andererseits, gerade für Sprint to Glories, dauert die einfach zu lange. Und das hier ist halt so der perfekte Mittelweg. Das Spiel vergeht relativ schnell, aber man hat noch so diesen zusätzlichen Spannungsfaktor. Wir gewinnen auf alle Fälle 2:0 gegen Chelsea. Können dann Christian Früchtli wieder ordentlich nach oben boosten. Boah, das sind echt richtige Flashbacks hier teilweise. Spieler verkaufen. Ach, hier setzt man die dann auf die Transferliste. Aber ich will gar nicht unbedingt jemanden verkaufen. Viel lieber will ich jetzt endlich jemanden einkaufen. Für Mbappé fehlt uns halt das Geld, glaube ich. Komm, wir gehen jetzt einfach mal auf Sergiño Dest. Denn da gibt es ja Gerüchte im Real Life, dass der vielleicht zu Bayern kommen wird. Wir müssen ihn halt erstmal beobachten, aber dazu haue ich noch eine Anfrage raus. Und darauf antworten die und sagen, dass sie gern 45 Millionen hätten. Aber dann würde ich sagen, wir ballern die 45 Millionen direkt raus. Man könnte ja auch einen Spieler mit dran geben. Machen wir jetzt nicht 45 Millionen für Sergiño Dest. Das müssen die doch jetzt im Prinzip einfach annehmen, weil sie ja vorher gesagt haben, dass das genau die Summe ist, die sie haben wollen. Sie nehmen es an. Dazu bekommen wir das erste Angebot für einen Spieler von uns. Das ist auch genauso wie in den alten Karrieremodi. Ich kann jetzt hier so ein Gegenangebot einstellen und dann zum Beispiel 5,7 Millionen Euro verlangen. So ähnlich laufen auch die Vertragsverhandlungen mit Sergiño Dest ab. Also man kann hier schon extrem schnell vorankommen, ne? Angebot für Kimmich. 59 Millionen bietet Liverpool, aber es wird direkt abgelehnt. Kimmich muss hier bleiben. Noch ein Angebot. Ach, nicht noch ein Angebot, sondern Saint-Étienne sagt, dass sie Choupo-Moting für die Kohle kaufen, die ich da vorhin vorgeschlagen habe. Und was ist mit Dest? Den muss ich jetzt nur noch akzeptieren und normalerweise sollte er dann hier sein. Da haben wir sie, die erste Verpflichtung.
Es ist schon ein bisschen lame, ne? Dass dann einfach so ein Spieler dazukommt und das Einzige, was man kriegt, ist vielleicht so dieser News-Beitrag hier. Aber viel mehr gibt es da nicht zu sehen. Was für eine Gesamtstärke hat das eigentlich? Eine 76. Also damit ist er nicht gut genug für die Startelf. Aber ich werde ihn halt einfach ins Training reinpacken. Und generell frage ich mich, das können die Switch-Zocker unter euch ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, gibt es dynamisches Potenzial hier? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch fehlt. Was einerseits natürlich richtig, richtig blöd ist, aber andererseits gar nicht schlecht für unseren Serginho Dest wäre, weil ich den dadurch halt einfach hier so ein bisschen hochtrainieren könnte. Vielleicht sollte er nicht Chancenerarbeitung machen, sondern eher was für die Defensive. Ja, wie gesagt, der wird hier halt dann hochtrainiert und irgendwann ist er gut genug für die Startelf und kommt dann rein für Pavard. Im Karrieremodus auf der PS5 wird sich das jetzt nicht so lohnen. Also generell auf der PS4 ja auch. Nächstes Spiel gegen Manchester United. Gewinnen wir 1:0. Mit am meisten interessiert mich jetzt halt natürlich noch das Gameplay. Und ich denke mal, den meisten von euch geht es genauso. Ein Spieler ist verkauft. Und zwar ist das natürlich Erdig Maxim Choupo-Moting. Normalerweise müsste man da jetzt einen Ersatz kaufen, weil wir nur Lewandowski im Sturm haben. Aber wie vorhin schon gesagt, wir zocken das jetzt nicht so extrem ernsthaft. Es geht ja eigentlich nur darum, sich das Spiel mal gemeinsam so ein bisschen anzuschauen. Herauszufinden, was der Karrieremodus auf der Switch so zu bieten hat. Wir stehen auf alle Fälle im Finale des Vorbereitungsturniers und gewinnen das Ding sogar. Sind da also relativ erfolgreich unterwegs. Mal sehen, ob das gegen Liverpool genauso weitergehen kann. Ach, das war noch gar nicht das Finale. Wie spät ist denn hier bitte das Vorbereitungsturnier noch? Am 4. August? Das ist schon etwas seltsam. Und wir gewinnen das Ding doch nicht. Habe ich mich zu früh gefreut. Den Aspekt haben wir noch nicht gesehen. Den Scouting-Bericht. Ey, wie das aussieht, Mann. Hier kann man sich so die Stats ein bisschen anschauen. Aber man sieht ja nicht mal den Spieler, ne? Hier, Patrick Wolf ist eigentlich ganz gut. Den können wir verpflichten. Einfach nur, damit wir es mal gesehen haben. Boah, und das ist doch jetzt eigentlich das perfekte Spiel. Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund. Um das Gameplay mal so ein bisschen zu testen. Da sehen wir jetzt auch zum ersten Mal die Spielermodelle. Und die gehen sogar noch halbwegs klar, muss ich sagen. Die Bewegungen waren ein bisschen komisch. Aber ich sag's euch, wie es ist. Ich erwarte nichts Gutes hier. Und es geht los. Ich habe den Kommentator noch an, aber immerhin kann man die Trophäe hier sehen. Der Signal Iduna Park sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht ein bisschen viel gelb. Man sieht einfach überhaupt keine Zuschauer mehr. FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Signal Iduna Park. Kommt jetzt mal irgendwas? Jetzt, da sind die Spieler. Thomas Müller, Kapitän. Keine Ahnung, wer das eingestellt hat. Boah, wie die sich bewegen, ne? Das sieht schon etwas seltsam aus. Zumindest gerade jetzt geht's wieder. Aber die halten ihre Arme alle so ganz komisch. Achtet mal auf die Arme von den Spielern. Mats Hummels, Roman Bürki, also die sehen schon halbwegs echt aus. Aber die Körperhaltungen, wie gesagt, sind teilweise ein bisschen seltsam. Den Kommentator habe ich mittlerweile deaktiviert. Ah, jetzt kommen die Aufstellungen. Ich dachte schon, das gibt's hier nicht. Dortmund im 4-3-3. Hier gibt es sogar einen Münzwurf oder was? Also teilweise gibt es einfach Sachen, die würde ich mir im normalen Karrieremodus auch wünschen. Und ihr wisst, was ich mit normalem Karrieremodus meine. Ich werde ja wahrscheinlich jetzt gar nicht klarkommen mit dem Gameplay. Kann man Tricks machen? Doch, mal eine Ballrolle. Das geht auf alle Fälle. Also es wirkt jetzt noch gar nicht so beschissen, muss ich sagen. Es zockt sich natürlich schon ein bisschen anders als Next-Gen-Gameplay. Von der Schwierigkeit sind wir jetzt auf Profi unterwegs. Und das gibt direkt mal den ersten Freistoß, als ob hier noch die alten Freistoßdinger da sind. Ich habe keinen Plan, wie das hier macht. Man hat nicht diesen Zielkreis, sondern schießt hier jetzt einfach so Robert Lewandowski in die Mauer. Ein Tor würde ich natürlich schon sehr gerne schießen, aber ich tue mich noch extrem schwer gerade, mir überhaupt eine Chance rauszuspielen. Aber jetzt kommt Robert Lewandowski, der trifft den Ball einfach nicht. Wir bleiben drin in der Szene. Was war das denn? Der hat doch ganz klar gehalten, oder? Sonst hätte der Lewa den Ball doch nicht so verfehlt, Goretzka. Wo schießt der denn den Ball dahin? Und so steht es jetzt einfach 0:0 zur Halbzeitpause. Aber das Gute ist, es ist ein Finale, also es wird auf alle Fälle noch einen Sieger geben. Und am Ende auch eine Siegerehrung. Mal schauen, wie die dann aussieht. Aber ich finde es echt heftig schwer, hier Tore zu schießen. Die 70. Minute läuft jetzt schon. Und ich krieg's nicht hin, hier das 1:0 zu machen. Jetzt Lewandowski und da ist es doch endlich. Robert Lewandowski mit dem 1:0 für den FC Bayern. Ja, die Fans im Hintergrund ist schon nicht so nice. Aber immerhin sind Fans da. Mit ein bisschen Glück muss man sagen, das Tor. Aber mir egal, Hauptsache ich habe es endlich hinbekommen, eine Bude zu erzielen. Bis zur 81. hat es gedauert. Mehr ist dann aber auch nicht mehr drin. Jetzt gibt es die Jubelszene. Der FC Bayern holt den Supercup. Ich glaube, in echt würden sie da nicht so krass jubeln, weil der Wettbewerb in der Realität ja doch nicht so viel wert ist. Aber hier können wir das jetzt auf alle Fälle noch mitnehmen. Schau dir seine
meine Beine an, ey. Also mit Next-Gen-Graphics hat das nichts zu tun. Aber habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet, muss ich sagen. Gibt es jetzt noch eine Pokalübergabe? Nee, gibt es nicht. Stattdessen sehen wir zumindest mal die Spieler vor dem Pokal. Die Framerate ist jetzt nicht so hoch. Hat gerade zumindest so gewirkt. Also ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden, ne? Und auch nicht künstlich da irgendwas suchen, was besonders schlecht ist. Ich fand es echt erstaunlich okay jetzt. Und nicht irgendwie unspielbar oder irgendwas in die Richtung. Klar, es ist jetzt nicht wunderschön oder so. Aber man kann es schon halbwegs machen. So, die Transfers auf der Welt kann man hier nicht so anschauen. Doch, kann man. Top-Transfers. Alisson zu Inter, Dest zu Bayern, Isak zur Roma. Kostic ist zum FC Barcelona gegangen. Aber gut, die Transfers sind wahrscheinlich genauso unrealistisch wie halt sonst auch immer im FIFA-Karrieremodus. Und manchmal denkt man sich, die sind unrealistisch und dann passiert genau der Transfer in der Realität. An sich, glaube ich, haben wir jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt im Karrieremodus auf der Nintendo Switch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich hoffe, ich konnte euch damit unterhalten. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da auf dem Video. Schreibt mir, wie gesagt, so eure Erfahrungen mit der Switch-Version von FIFA 22 in die Kommentare rein. Jetzt habe ich es endlich mal ausprobiert. Haben ja viele von euch auch immer wieder gefordert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Euer Bernie. Das war auf alle Fälle mal was anderes, aber gerade so zur Abwechslung sind solche Videos einfach perfekt, wo die FC Hunters-Karriere gerade abgeschlossen hatte. Ich denke, es war echt eine ganz nice Sache, eine ganz witzige Sache. Hier findest du das letzte Video, das sollte noch FC Hunters-Karriere gewesen sein. Und noch ein anderes Video, falls du schon gesehen hast. Generell, wer die letzte Folge nicht angeschaut hat, ist sowieso komplett lost.